Mein Kollege und ich haben Tagdienst auf dem Rettungswagen. Ja, es war mal ein Tag wie jeder andere auch. Man fährt zu Bauchweh, Husten, Schnupfen, Heiserkeit. Natürlich alles mit Sonder- und Wegerecht und mit Blaulicht. Und man macht so ein bisschen Händchen tätscheln, Kopf streicheln. Naja, so das Übliche im Rettungsdienst. Es war auch tatsächlich ein Herzinfarktpatient dazwischen. Und das alles an einem Vormittag. Und so gegen Mittag ungefähr, wo wir denn gerade gegessen haben, noch nicht mal richtig den Teller leer, geht der Melder, wir müssen wieder los. Und dann hieß es, ja, Zustand nach C2, HILOP, also hilflose Person. Und dann, oh mein Gott, und das um die Uhrzeit schon. Oh. Naja, wir auf jeden Fall erstmal, ne, Fax genommen, rein in die Stiefel, rein in den Rettungswagen und ab dafür. Wir fahren zur Einsatzadresse. Diese Adresse war eine Straße und dann die Hausnummer 174. Das weiß ich noch ganz genau, ich werde das nie vergessen, glaube ich. Wir fahren dahin, eine ganz aufgeregte ältere Dame dort, Einzelhaus muss man dazu sagen, steht da auf dem Hof, gestikuliert ganz wild rum, wir halten an, drücken die 4, alles klar, am Einsatzort schon geguckt, ILOP, naja, die Oma wird es wohl nicht sein, Fenster runter, Tag, Tag, oh ja, gut, dass Sie da sind, sagt sie, gut, dass Sie da sind, aber der ist gar nicht mehr hier. Okay, alles klar. Ich gucke meinen Kollegen an, ich sage, ich glaube, es geht nicht um Öhmchen hier, sondern um irgendjemand anders. Ich denke, naja, gut, steigst du mal aus, so durchs Fenster brüllen da auf den Hof, von der Straße zum Hof, wenn das auch irgendwie ein bisschen ätzend, von wegen mit Datenschutz und sowas, weil es waren ja auch Fußgänger unterwegs, war ja mitten am Tag. Also ausgestiegen, zum Hof gegangen. Ich sag, junge Frau, was ist denn los hier? Erzählen Sie mal, wo drückt der Schuh? Ja, hier war jemand und der hat die ganze Zeit hier rumgepöbelt und er ist herumgetorkelt. Ich sag, wo hat der rumgepöbelt? Ja, der ist hier auf dem Hof und hat hier an der Tür rumgepöbelt und so. Und ich hab das gar nicht so richtig verstanden, weil der so komisch verworren gesprochen hat und so. Und dann ist er irgendwann torkelnderweise weg. Ich sag, wo ist der denn hin, der gute Mann? So, und in dem Moment höre ich schon, ne, wie mein Kollege funkt, weil die Leitstelle gesagt hat, ja, euer Patient hat sich scheinbar vom Einsatzort entfernt, das wusste die Leitstelle ja noch nicht, dass ich da gerade mit der Oma rede. Fahrt mal bitte 2 Straßen weiter zu Hausnummer 174. Der ist jetzt dort. Wir also, alles klar, so tschüss, tschüss, wir müssen weiter. Und dann auf Status 4, da in die nächsten Straßen da rein, wieder zur Hausnummer 174. Und da stand dann wieder jemand, oh schön, gut, dass Sie da sind, aber der ist gerade wieder weg. Ich sag, oh Alter, was ist das bloß für ein Tag heute? Och nö. So, dann ja, lasse mich raten, der hat hier an der Tür und so. Ja, woher wissen Sie das? Ich sag, na ja, Sie sehen so aus, als sei das so gewesen. Naja, der Typ guckt mich auf jeden Fall an, so, ne, völlig... Solche Augen, ne? Woher weiß der das? Naja, wir haben eine Glaskugel im Rettungswagen. Ich sag, Spaß beiseite. Der war auch schon in der Nachbarschaft woanders. Auch Hausnummer 174. Und deswegen, ne, aber wir gucken mal. Und in dem Moment kommt wieder eine Benachrichtigung von der Leitstelle. Diesmal habe ich es aber mitbekommen. Jetzt wieder mal 2 Straßen weiter. Hausnummer 174. Und da ist er und er macht das Theater und wieder rein im Rettungswagen, wieder auf Status 4, wieder ein paar Straßen weiter, Riesenwohngebiet muss man dazu sagen, enge Straßen und dann parken die alle auf der Straße, dann kommst du da nicht vorbei und alles, völlig, ich war so genervt, ich war richtig genervt. So, dann kommen wir da an, wieder jemand da, auch wieder ein Einzelhaus, ne, so, ja, und da ist er. Und genau gegenüber von diesem Hof, von diesem Einzelhaus, war denn so ein kleiner Park und da waren Parkbänke. Und auf der Parkbank sitzt einer original so. Und rührt sie nicht. Und ich guck meinen Kollegen an, ich sag doch mal, der ist doch tot oder was? Das ist doch gar nichts mehr für uns. Das ist was für den Rettungswagen, der hinten Gardinen hat doch. Für den Kombi mit den Gardinen. Und mein Kollege, ja komm, Rucksack, alles mitnehmen, wir gehen mal gucken. So, wie uns denn natürlich vernünftig positioniert. Moin! Moin! Nix. Ich sag, Moin! Und er guckt mich an, was los hier? Was los? Sagt er denn? So, ne? Mit so einem russischen Akzent. Sah auch aus, also so ein 2 Meter Typ, ne? So völlig hackenstramm, das hat man schon gesehen. Ich sag, ey,
Was ist los hier? Sind ihr hier im Wohngebiet unterwegs? Was soll das denn hier? Andere Leute belästigen und sowas. Du nix, Polizei, geht dich Scheißendreck an, weißt du. Ich sag mal zu, pass auf, aber hier in der Öffentlichkeit rumlungern. Sturzbetrunken, ja, das geht mich sehr wohl was an, sag ich. Und er so, oh Mann, weißt du, Scheißendreck, deutsche Gesetze, weißt du, Digga. Ich sag, ja, ich mach die Gesetze nicht, ich übe sie nur teilweise aus. Ich sag so, wie viel haben sie denn getrunken? Viel Wodka, weißt du. Ich sag, ja, wie viel denn? Und dann, ja, weiß nicht, kann nicht sagen, weißt du. Sagt er immer so richtig völlig an die Parkbank so angelehnt. Ich sag, 3 Flaschen. Er grinst. 4 Flaschen. 5 Flaschen. Er grinst immer mehr. Sag, komm, dann sag ich schon näher. Ich nix sagen, weißt du. Ne, weißt du, kann gegen mich verwendet werden, weißt du. Ich sag, 6 Flaschen. Ach, weißt du, ich nichts wissen. Also vermutlich 6 Flaschen Wodka. Ich sag, wann haben Sie denn angefangen zu trinken? Heute Morgen, weißt du, Frühstück, Mann, weißt du. Richtiger Russe, weißt du, Frühstück, Wodka, weißt du. Du nichts können, sowas abkönnen. Ich sag, pass auf, Freund, ist auch egal. Steig mal bitte ins Auto, wir müssen dich einmal mit ins Krankenhaus nehmen, weil du kannst ja noch offensichtlich ja noch nicht mal stehen. Ich hatte ihn vorher schon aufgefordert, steh mal bitte auf. Dann hat er versucht aufzustehen, ist immer wieder auf die Parkbank gefallen. Er war auch dreckig an den Klamotten, also offensichtlich ist er auch schon vorher irgendwo auf die Schnauze gefallen, lag irgendwo im Knick rum, was weiß ich was. Aber so kannst du ihn nicht alleine lassen. Wir können ihn mit dem Rettungswagen dahin fahren. Das habe ich ihm dann auch erklärt. Ich sage, guter Mann, Krankenhaus. Nix, Krankenhaus, weißt du. Du nicht nix mitnehmen, Krankenhaus. Oh, weißt du. Sagt er denn, ne? Und dann sage ich, ja, pass auf, folgendes Problem. Fahre ich jetzt wieder weg und so hackenvoll wie du bist. Läufst du jetzt auf die Straße, ja, wirst vom Auto angekarrelt, dann heißt das hier, Rettungswagen war da, ist wieder weggefahren, dich fährt man platt, da habe ich ein Problem. Ich sag, es kommt gar nicht in Frage, du steigst jetzt ein da. Und dann sagt er, ich hau in dir Fresse, weißt du, ich mache dich platt, Digga, weißt du. Ich sag, pass auf, aber eine Sache wird mir nicht wirklich klar. Warum bist du erst in der Heidstraße, Hausnummer 174, dann in der nächsten, du bist ja anscheinend schon ganzen Vormittag hier unterwegs, Hausnummer 474. Und dann guckt er und dann, 174, weißt du, ja danke für den Tipp, weißt du. Und dann er so hoch, dann fällt er gleich hin, ich sag, kann ich Ihnen helfen? Geh weg, weißt du. Und sagt mein Kollege zu mir, lass ihn mal machen. Na, lass ihn mal machen. Mal gucken, was er macht. Ich habe auch keine Lust, hier einen an die Ohren zu kriegen. In dem Moment, auf alle Viere, wieder auf das Grundstück, was gegenüber war. Das muss ein Bild für die Götter gewesen sein. Er auf alle Viere, Richtung Grundstück. Mein Kollege und ich den Rucksack auf. Kollege, den D4 in der Hand. Wir dann langsam hinterher getrabt. Mal gucken, was er denn will. Vielleicht wohnt er ja auch da. Ich konnte ja nichts aus ihm auskriegen. Habe ja auch nichts gesagt, der Typ. Und er hat dahin gekrochen. So auf alle Viere. Der Typ, der da ja nun wohnte, der uns gesagt hat, hier dort, der ist ein Park. Der war natürlich mittlerweile wieder im Haus. So habe ich gedacht, vielleicht gehören die ja irgendwie doch zusammen oder keine Ahnung was. Und der Typ bis zur Treppe, da waren so 2 Stufen bis zur Haustür. Und Geländer daneben hangelt sich am Geländer hoch. Und ich denke, oh mein Gott, was macht der denn? Und dann holt er einen Schlüsselbund. Holt er aus seiner Tasche einen Schlüsselbund. Nimmt einen Schlüssel, geht zur Tür. Versucht den Schlüssel noch zu stecken. Und er fängt an zu schimpfen. Scheiße, Dreck, dir weißt du, geht alles nicht, dir weißt du. Mit Scheiße, Dreck, Schlüssel, irgendjemand Schlüsselloch gewechselt, weißt du. Ganze Schlüssel, ganze Tür wechselt, weißt du. Ganze Haus ausgewechselt, du, weißt du. Scheiße, Dreck, weißt du. Und dann prügelt er gegen die Tür. Und dann geht die Tür irgendwann auf. Dann war dieser Typ wieder da. Was macht der denn schon wieder hier? Ich sag, gehört er denn zu ihm? Nein, den habe ich noch nie gesehen. Der gehört hier gar nicht her. Ich sag so, Freund. Und jetzt einsteigen, ab in Rettungswagen. Ich dir auch noch Fresse, weißt du. Ich sag, pass auf, du hast 2 Möglichkeiten. Erstens, du steigst jetzt in den Rettungswagen. Was ist Möglichkeit 2? Weißt du, Digga? Sag ihn mir. Ich sag, Möglichkeit 2 ist,
ich rufe jetzt die Polizei, dann mach das kurz Aua und dann gehst du in den Rettungswagen. Aber Ende vom Lied ist, du gehst in den Rettungswagen und wir nehmen dich mit. Guck dir meinen Kollegen an. Dein Kollege, weißt du, völlig unentspannt, weißt du. Ich nehme Möglichkeit 1. Ich sag, du steigst also freiwillig ein. Ja, ich steig freiwillig ein. Ich sag, du bist lieb. Ich bin jetzt lieb, weißt du, Digga. Bruder, weißt du. Naja, wir auf jeden Fall. Denn einer links, einer rechts. Da war ja ein bisschen friedlicher rein in Rettungswagen. Und dann natürlich erstmal die Daten aufgenommen. Und jetzt wusste ich auch, warum wegen Hausnummer 174. Wiederum 3-4 Straßen weiter vom letzten Einsatzort. In der Straße hat er gewohnt, in Hausnummer 174. Das war allerdings so eine Plattenbaugeschichte. Also das war nun nicht unbedingt sehr schön da. Also um ehrlich zu sein, will da keiner tot über dem Zaun hängen in der Ecke, wo er wirklich gewohnt hat. Aber er ist halt eben so ein Vollvierfach durch die Straßen und hat immer nur auf die Hausnummern geachtet. Und überall, wo der 174 war, ist er hingegangen mit seinem Schlüssel. Hat versucht, die Türen aufzumachen. Scheiße, Drecktür, weißt du, irgendjemand Schloss ausgewechselt. Ganze Tür, ganze Haus ausgewechselt. Weißt du, geht gar nicht, weißt du. Und hat dann natürlich überall an den Türen rumgetrommelt. Und die erste Anruferin hat halt eben beim Rettungsdienst angerufen, nicht bei der Polizei, sondern bei uns. So, dann ist er halt eben weiter, weil er gemerkt hat, er kommt da nicht rein mit seinem Schlüssel. Ist er also weiter. Deswegen sind wir immer dauernd hinterher gefahren, immer zu den Hausnummern 174. Ich sag, Alter, du wohnst ganz woanders, verdammt nochmal. Dein Schlüssel kann bei den ganzen Türen gar nicht passen. Der guckt dir sein Schlüsselbund wieder in der Tasche. Ich denke, na, was macht er denn? Geh schon Schritt zurück in Sicherheit. Holt sein Schlüsselbund aus der Tasche, guck das an. Scheiße, Dreck, Schlüssel kaputt, weißt du. Und feuert den im Rettungswagen in die Ecke. Ich sag, nee, ich glaub nicht, oh mein Gott. Ich sag, ich glaub nicht, dass dein Schlüssel kaputt ist, Typ, Alter. Sondern du bist ein bisschen kaputt, Mann. Du hast zu viel gesoffen. Leute, du Wichs, fahre jetzt nach Hause, weißt du. Ich sag, nee, ich fahre dich jetzt erstmal zum Ausnüchtern, ins Krankenhaus. Und dann, wenn du ein bisschen nüchtern bist, rufst du dir bitte ein Taxi und legst denen deinen Ausweis vor, wo deine Adresse draufsteht. Ich sag, nächstes Mal säufst du bitte zu Hause und leg irgendwo draußen und lungerst da irgendwo in der Öffentlichkeit rum. Weil sonst kommen wir nämlich wieder und sammeln dich wieder ein hier. Oh Mann, Alter. Das war auch ein Einsatz, ich glaube, den werde ich mein Lebtag nicht vergessen. Habt ihr sowas oder sowas Ähnliches auch schon erlebt? Schreibt es mal unten in die Kommentare, würde mich wirklich brennend interessieren. Und wenn euch diese Videos hier gefallen, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert, die Glocke aktiviert, damit ihr über weitere Videos rechtzeitig genug benachrichtigt werdet. Weißt du, Herz abonnieren, gefällt mir drücken, Glocke aktivieren, weißt du. Scheiße, Dreckschlüssel passt nicht, weißt du.